So, jetzt machen wir die ganze Sache mit Quadrat und so weiter und Kubik Einheiten. Wir müssen uns über Folgendes klar werden. Wenn ich von Zentimeter zu Millimeter gehe, nehme ich mal 10. Das war allen bisher klar. Wenn ich aber sage ein Quadratzentimeter, dann könnte ich auch schreiben ein Zentimeter mal ein Zentimeter. Bis dahin geht es. Ist ein Quadratzentimeter. Aber wenn ich Millimeter habe, müsste ich hier eigentlich schreiben 10 Millimeter mal 10 Millimeter. Und jetzt müsste klar werden, woher die 100 kommt. Ne? 10 mal 10 ist 100. Wohlwissend, das ist die Basis. Von Zentimeter zu Millimeter, 10. Wir haben hier unten das mal hingeschrieben. Wenn ich in die Richtung gehe, nehme ich mal 10. Ich habe diese Lücke von Kilo bis Meter mal mit Hektometern und Dekametern gefüllt, damit man sieht, mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 setzt sich durch. Wobei ich die blauen Dinger hier kaum verwende. Wenn ich umgekehrt rechne, dann sage ich, Millimeter ist ein Zehntel, also durch 10 Zentimeter. Millimeter bis zu Dezimeter muss ich durch 10, also durch 100 teilen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir mal eine Übung gemacht und wir haben mal mit der einfachsten Geschichte angefangen. Und zwar 7 Kubikdezimeter sind wie viel Kubikzentimeter? Die Lösung dahinter ist, wenn ich einen Würfel habe, welcher, ich nehme mal die Zahl 8, das geht schöner. Dann lässt sich das leichter nachvollziehen. Wenn ich einen Würfel habe, der folgende Kantenlängen hat, und zwar 2 Dezimeter mal 2 Dezimeter mal 2 Dezimeter, dann sind 2 mal 2 mal 2 8 Dezimeter mal Dezimeter mal Dezimeter Kubikdezimeter. Wenn ich jetzt hier auf Kubikzentimeter möchte, sage ich, okay, 2 Dezimeter sind aber 20 Zentimeter mal 20 Zentimeter mal 20 Zentimeter und daher komme ich auf diese 8000 Kubikzentimeter. Daher kommt das. Also, von hier nach hier muss ich mal 10 nehmen, ne? Die Länge. Dezimeter auf Zentimeter mal 10. 10 mal 10 mal 10. Daher kommt die. So, dann machen wir mal weiter und melden uns dann gleich wieder. Diese Aufgabe, 4 Kubikdezimeter in Kubikmillimeter, muss mir klar werden, wenn ich von Dezimeter, also nicht von Kubik, sondern von der Länge, Dezimeter auf Millimeter gehe, muss ich mal 100 nehmen. 100 mal 100 mal 100. Dann muss ich an die 4 100 mal 100 mal 100. Also 6 Nullen ranhängen. Nehmen wir dann diese Aufgabe. Diskutieren wir die mal durch, bevor wir zu 3 Quadratzentimetern und Quadratmetern kommen. Erstmal die hier. 7 Quadratmeter ist wie viel Quadratzentimeter? Genau. Hier haben wir 7. Die übernehmen wir. Und von Meter auf Zentimeter muss ich mal 100 nehmen, aber ich habe Quadrat, also mal 100 mal 100. Hier 2 Nullen, hier 2 Nullen. Hier, was muss ich hier machen, um da hinzukommen? Von Zentimeter auf Meter. Gut, jetzt weiß ich, Zentimeter ist ein Hundertstel von Meter, also muss ich durch 100 teilen und nochmal durch 100 teilen, denn ich habe hier Quadrat dran stehen. Also heißt das, ich schreibe es mal als Bruch hin. Das sind 3 und jetzt. 100 und noch die 100, die 2 Nullen von der zweiten 100. So, und das als Kommazahl umgewandelt, das geht dann schon. Es ist ja insofern nicht schwer, dass ich dann einfach sagen kann, schön, ach, jetzt ist die 8 da geblieben. Ich hatte hier eine 8 drüber gemalt. So, jetzt sage ich, okay, das ist ganz schick hier, dieses 3 durch 10.000. Naja, wie viele Stellen brauche ich? 1, 2, 3, 4. Also 0,000 und jetzt kommt die vierte Stelle und dann habe ich das Ergebnis. Machen wir aber noch weitere Übungen dazu. Ich schreibe mal welche hin, dann melde ich mich wieder und dann Pause-Taste. So, hier ist die Übung, also das sind jetzt nur Quadrateinheiten, also Flächeneinheiten. Na denn, Pause-Taste drücken, selber lösen, hinterher melden wir uns wieder. Hier sind die Lösungen. Das ging noch alles relativ leicht, von Millimeter auf Zentimeter. Längenmäßig ist ein 10er Schritt, also es muss aber ein 100er Schritt sein, weil ich hier lauter Flächeneinheiten habe, durch 100 teilen und so weiter. Sich das dann zu Hause angucken ist die eine Sache, nochmal vergleichen, nochmal selber rechnen und kontrollieren ist die andere Sache. Ich mache mal wieder Pause. So, hier sind die nächsten Aufgaben. Das sollte eine 50 sein, 50 Kubikdezimeter hier. 50 Kubikdezimeter entsprechenden Kubikmeter umwandeln und alles, was hier steht. Ich drücke jetzt Pause, zu Hause selber rechnen, üben, wir melden uns wieder. Wem das hier nicht so richtig gefällt, der sagt, okay, das ist die leichteste Aufgabe insofern, weil ich
längenmäßig nur durch 10 teilen muss, um auf Dezimeter zu kommen. Das heißt, ich muss durch 1000 teilen. Wem das nicht gefällt, mit 500stel nochmal durch 1000 zu teilen, der macht das so. 0,05 Kubikzentimeter, das sind ja 500stel. Und jetzt kommt es, durch 1000 teilen, es kommen noch 3 Kommastellen hinzu. Die habe ich mal hier rot reingemalt. Also haben wir hier 0, und jetzt muss ich die Nullen zählen. 1, 2, 3, 4 Nullen. 1, 2, 3, 4 Nullen und jetzt kommt die Olle 5 dazu. So, und weiter üben. Also, hier Dezimeter zu Meter müsste ich durch 10 teilen. Ich muss aber hier durch 1000 teilen, weil ich durch 10, durch 10, durch 10 teile. Also, 50 durch 1000 sind 50.000stel oder 500stel. 0,05. Und so geht es hier weiter. Achtung, Zentiliter heißt ja 100stel Liter, deswegen 0,03. Und Liter sind Kubikdezimeter. Also bin ich hier schon fertig, hier genauso. Milliliter, 1000stel Liter, daher 0,004. Und Kubikdezimeter sind Liter, also fertig. Das Beispiel hatte ich erklärt. Hier von Dezimetern zu Metern wäre es durch 10. Ich muss aber durch 10, durch 10, durch 10, also durch 1000 teilen. Einfach noch 3 Nullen da vorballern vor die 2. Ja, und hier muss ich mal 100 nehmen, wenn ich auf Zentimeter gehe. Von Meter auf Zentimeter sind mal 100. Ich muss aber mal 100, mal 100, mal 100, also 0, 0, 0, 0, 0, die Nullen da dranhängen und fertig. Ich mache das Video an der Stelle dicht. Jetzt ist genug Übungsstoff da.